Der Nachrichtenplan für Freitag mag kurz sein, aber es gibt doch ein paar wichtige Marktfaktoren. Lassen Sie uns einen Überblick verschaffen. Der deutsche Erzeugerpreisindex für Juli wird um 6 Uhr veröffentlicht. Im Juni blieben die Preise auf Monatsbasis unverändert, weil die rückläufigen Ölpreise die Gesamtzahl verminderten. Aber auf Jahresbasis nahmen die Preise zu. Dabei wurde ein Zuwachs in allen Bereichen verzeichnet. Der kanadische Verbraucherpreisindex für Juli ist um 12.30 Uhr dran. Die jährliche Inflation hat im Juni 0,3 Prozentpunkte verloren, was auch auf den Rückgang der Ölpreise zurückzuführen war. Allerdings stiegen die Lebensmittelpreise an und schoben die Kerninflation nach oben. Und der vorläufige University of Michigan Consumer Confidence Index für August schließt um 14 Uhr. Im Juli erlitt der Index einen Abrutsch mangels Optimismus über persönliche Finanzen und wegen der Frust über die schleppenden Gesundheits- und Steuerreformen. Ich bin Jessica Walker und dies war der Wirtschaftskalender für Freitag, den 18. August. Die nächste Übersicht wird die Hauptereignisse für Montag umfassen. Auf Wiedersehen.